Gott. Ich stehe es kompliziert. Okay, sie wollte eine Revanche, dann soll sie ihre Revanche kriegen. Hallo, Ork. Was willst du? Also? Noch eine Runde Arm drücken? Du hattest eben nur Glück. Ich war unkonzentriert. Sicher. Los, Ladies. Boom. Okay, und jetzt will man schnell die Planke. Die Planke ist leer. Die Planke. Verzauber sie. Ich hab nichts, was ich mit der Planke machen könnte. Ivo hält mit Leichtigkeit dagegen. Ich frage mich nur, wie lange das Stärkungselixier wirkt. Okay. Ich weiß nicht, was ich ihn... Ja, ich muss irgendwas mit der Planke machen, das ist mir klar, aber was? Okay, Kinder. Ja, okay, dann macht sie fertig. Yes! Magie! Eine Elfe. Ich will vielleicht später. Ja, vielleicht später, okay. Also, wir brauchen das Seil und dann muss ich das Seil wahrscheinlich da irgendwie drüber schwingen. Okay. Ja, mal Seil einsammeln. Hops. Hops. Da oben ist Cheep Cheep. Okay, so, einmal wechseln. Ja, Leute, das tut mir jetzt gerade leid, dass das jetzt so ein bisschen hin und her geht. Aber ich muss ja erstmal per Try and Error rausfinden, also, was ich jetzt zu tun habe. Ne? Okay. So, ja, komm hier. Jetzt auf zu Wilbur. So, die Orkfrau ist abgelenkt. Hep. Die Planke ist leer. Betrachte das Seil. Ah ja, okay. Dann? Ich weiß nicht, was... Magie? Nein. Die Planke ist leer. Und jetzt? Das eine Ende des Seils habe ich an den Ballen geknotet. Das andere Ende hängt lose herunter. Was soll ich mit dem anderen Ende machen? Schauen wir mal. Der böhischen Orkfrau, was auffällt. Yes! Magie! Da, da ist Magie! Eine Elfe wird. Ich will vielleicht später. Kann ich jetzt mit ihr irgendwas daran machen? Ich denke, Wilbo ist auf einem guten Weg. Ich sollte die Kopfgeldjägerin noch einmal ablenken. Ja, aber was soll ich denn da machen? Vielleicht soll ich, muss ich Wilbur das Netz nochmal geben, dass er mit dem Netz dann noch irgendwas macht. Hier, Wilbur, nimm. Danke. Okay, schauen wir mal. Hallo. Was willst du, Elfe? Ich sehe mich also, mal nach einem echten Gegner. Sicher. Okay, jetzt komm hier. Wir beide. Nur du und ich. Und unsere beiden muskulösen Arme. Kämpfe. Oder stirb. Okay, Wilbur. Du musst das Netz benutzen. Oh, irgendwas habe ich da unten gerade erwischt. Die Planke ist leer. Aber was soll ich jetzt damit... Wirf das Netz über die Planke.
Das Netz liegt auf der Planke. Man kann sie nicht mehr überqueren, ohne auf das Netz... Na. Und das sieht mir nach einer guten Falle aus. Okay. Tüdlitü. Wir haben es geschafft. Yes! Magie! Da ist Magie im Spiel. Ich ja, will bestimmt. Und sie peilt halt auch gar nicht. Ich glaub's auch, ja. So. Und weil sie das Stärke-Elixier getrunken hat. Ah, das Stärkungselixier hat nachgelassen. Was tust du da? Wilbur, ich könnte hier Gnomenstärke gebrauchen. Ja klar, ich komm schon. Ach, wir wollen das Ding nur runterschieben, kein Problem. Was zum... Jetzt! Ausgenockt. Ups, so war das nicht geplant. Ach was, das war großartig. Holt uns hier raus. Jetzt müssen wir noch das Schloss knacken. Wilbur, wärst du so freundlich? Hallo. Hallo da unten. Massas Abflug war ziemlich heftig. Ja, irgendwie habe ich bei meinen Fallen immer Probleme mit der richtigen Dosierung. Hauptsache, sie ist weg. Ivo und ich müssen dringend zu einer bestimmten Insel. Werden Sie uns dorthin bringen? Das gibt es dort. Es geht um eine archäologische Expedition. So, so. Ihr seid uns da schuldig, Nate. Wir haben euch vor dem sicheren Tod bewahrt. Ach was, ich hätte mir schon selber geholfen. Und für dich bin ich Kapitän Bonnet, meine Hübsche. An einer wissenschaftlichen Exkursion bin ich nicht interessiert. Dann lassen wir euch eben hängen. Wenn Sie uns nicht helfen wollen, dann bleiben Sie eben dort oben, bis die Kopfgeldjägerin zurück ist. Was glauben Sie, was die grüne Frau mit Ihnen tun wird, wenn sie wieder hier ist? Das ist ein Argument. Andererseits, ihr braucht doch immer noch das Schiff. Und wisst ihr, wie man ein Flugschiff steuert? Also schön. Der Erzmagier persönlich hat uns einen Auftrag gegeben. Der Erzmagier? Ich glaube nicht, dass ich mich in sowas reinziehen lassen möchte. Aber es ist wichtig für die gesamte Allianz. Ich stehe nicht auf Seiten der Allianz. Natürlich auch nicht auf der Schatten. Ich bin, soll ich sagen, neutral. Ich lasse sie in Ruhe und sie lassen mich in Ruhe. Euch gefangen zu nehmen und töten zu wollen, nennt ihr in Ruhe lassen? Also schön. Sagen wir es so. Ich würde es bevorzugen, in nächster Zeit wenig Aufmerksamkeit zu erregen. Massas wird wieder Jagd auf mich machen. Da ist es nicht angebracht, mit wehenden Bannern für die Allianz in den Krieg zu ziehen. Es geht um... Also, es geht um das... Psst. Etwas. Das Etwas? Und ihr wollt mir nicht sagen, was dieses Etwas ist? Habt ihr Angst, ich würde mich selbst auf die Suche machen? Ist es so wertvoll? Also eigentlich... Ja. Und wo genau ist es? Auf einer Insel. Wir zeigen es euch, wenn wir in der Luft sind. Tja, ich denke für 50%. Aber ihr seid alleine. Wir sind zu zweit. Genau wie ihr beide. Ihr rechnet euer Haustier mit? Tust du doch auch. Hey. Ein Drittel. Ihr fliegt uns hin und bleibt uns aus dem Weg, wenn wir da sind. Also gut. Wir sind dabei. Holt uns endlich hier runter. Ihr seid ein Mensch. Also traue ich euch nicht. Wir lassen euch da oben, bis wir eine Karte mit unserem Ziel haben. Aber... Damit ihr nicht auf dumme Gedanken kommt, während wir weg sind. Toll. So, dem Moment, Eine der Karten ist eine Ver... Oh, sie sagt auch noch was zum Magierturm. Also mal hören, Schneckelchen. Warum müssen die sterblichen Wesen die Gabe der Magie immer für so einen Blödsinn verschwenden? Elfenpriester heilen die Kranken, bauen Mondbrunnen und sehen die Zukunft in den Sternen. Menschenmagier bringen Inseln zum Fliegen und binden sie dann fest. Ja, ist doch cool. Also so eine fliegende Insel hat doch was, seien wir doch mal ehrlich.
So, wir brauchen... Ja, komm, Labe, hey. So. Alte Sprache. Also schön. Wonach soll ich suchen? Na schön. Ich hoffe nur, die Enzyklopädie ist auf einem neueren Stand als die Karte. Krätze, Rötengalle, Krummbeine, Honabel die Fürchterliche, Krundpack. Krundpack, früher Rotkieselburg, ist eine Ortschaft in der Südheide, bekannt vor allem durch seinen Salzabbau im blablabla. Rotkieselburg. Das ist es. Also. Hallo, Ivo. Was gibt's? Ja, ja. Also weiter. Wenn du das... So, Mensch, Kine, dass ich Ihnen nicht einfach sagen kann, ist das Hin- und Herzwischen ist ein bisschen... Eine der Karten. So. Die Stadtwache lässt nur Magier und Leute mit einer Einladung hier hoch. In Anbetracht deiner Verkleidung würde ich sagen, du hast dich als Magier ausgegeben. Ich habe mich nicht als Magier ausgegeben. Ich bin Magier. Mit Diplom. Oh, mit Diplom. Mir fällt es etwas schwer zu glauben, dass ein junger Gnom aus dem Weißkammgebirge Magier ist. Aber es stimmt. Ich habe die Ausbildung bei Meister Markus unten in der Stadt gemacht. Ja. Du hast alles, was man für eine Diplom-Magierprüfung wissen muss, in nur ein paar Stunden gelernt? Ja, ja. War nicht einfach. Hat mich fast umgebracht. Genug geredet. In Ordnung. Okay. Bilbo weiß ja, wo wir hin müssen. Rotkieselburg, Rotkieselburg. Wo bist du? Ah ja, okay. Oh, da ist der... Tanakas. So, jetzt suchen wir mal hier die Karte ab. Schloss Beckstein, Karangalor, Singor. Nochmal mit Rotkieselburg. Da ist es, Rotkieselburg. Hervorragend. Von dort aus müssen wir nun dem Weg des Feenforschers nachgehen. Okay. Es sind insgesamt 7 Schritte. Ich lese sie vor, du schaust, wo wir herauskommen, okay? Gut, wir sind in Rotkieselburg. Der erste Schritt ist 2 Tagesmärsche nach Norden bis an den Fuß der Berge. Wo ist das? Markiere den Ort. Bis an den Fuß der Berge. In Ordnung. Von dort 1 Tagesmarsch nach Osten. Der Punkt muss irgendwo in einer weiten Ebene liegen. 1 Tagesmarsch. Das dürfte ungefähr, ja, die Hälfte davon. Nächster Schritt. Geh nach Nordosten, bis du auf eine Straße triffst. Hast du's? Der Straße in nördlicher Richtung bis zu einem Fluss folgen. Wo die Straße auf den Fluss trifft, ist der nächste Punkt. Also das ist hier. Dem Fluss bis zur Mündung folgen. Bis zur Mündung, das heißt gut hier? So. Jetzt runter nach Süden. Immer an der Küste entlang, bis zu einer großen Bucht. Östlich der Bucht müssten Inseln sein. Markiere die Bucht. Markiere die Bucht, achso. In Ordnung. Von dort aus nach Nordosten. Es ist die 2. Insel auf dem Weg. Hast du sie? Das hier muss die Insel Sordia sein. Unser Weg zur Insel war zwar etwas seltsam, aber ich glaube, du hast recht. Lass uns die Insel auf der kleinen Karte markieren. Ja, wir geben Nate die Karte und lassen die Stadt endlich hinter uns. Damit wissen wir, wohin wir müssen. Und unser Chauffeur sitzt draußen im Käfig. Worauf warten wir? Ich würde das gerne nochmal machen, ein bisschen anders. Okay, auf geht's. Ich habe schon wieder nur Unfug im Kopf, so. Ja, rennt euch aus, so, komm. Wir machen einen Abflug. Wir haben die Karte. Endlich. Dann geht es jetzt los? Holt uns gefälligst runter und dann Leinen los. Juhu! Juhu! Buja! Und damit kommen wir in Kapitel 3. Der versunkene Tempel. Aber ich werde hier für die Aufnahme Schluss machen. Ich glaube, das werden 2 oder sogar 3 Folgen sein. Das werden wir sehen. Hier werden gerade noch ein paar Bugs versteckt. Ich habe jetzt noch die Einleitung zu dem Kapitel. Alles klar bei euch? Ja, das muss der Eingang des Tempels sein. Was glauben Sie, wie lange die Reparatur des Triebwerks dauert? Ach, das ist schon etwas komplizierter. Ihr solltet nicht auf mich warten.
Ist das nicht aufregend? Ein untergegangener Tempel voller Gefahren und Abenteuer, ein verschollenes Artefakt und mutige Schatzsucher auf ihrer Reise. Hör zu, Wilbur. Du hast dich in Seefels toll geschlagen. Aber das hier ist etwas anderes. Das hier kann gefährlich werden. Ja, ist okay. Ich möchte, dass du dich raushältst. Aber... Wenn ich dich brauche, rufe ich dich, okay? Aber... Das wird er mir übel nehmen. Aber ein beleidigter Gnom ist mir lieber als ein Toter. Boah. Also jetzt muss ich die Elfe spielen. Aber wie gesagt, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt The Book of Unwritten Tales in Kapitel 3. Bis dahin, Freunde. Ciao.